Tschernobyl und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute haben wir hier zwei neue Figuren zu liegen. Normalerweise mache ich das ja alles mal ja einzeln für jede Figur, weil ich dachte mir jetzt, komm, für die beiden, die jetzt eh gleichzeitig hier liegen, zwei Videos aufzunehmen. Warum denn nicht zusammen einfach? Warum denn nicht beide zusammen raushauen? Und es kann tatsächlich sein, dass dieses Unboxing noch vor dem kommt, was schon sehr lange geplant ist, einfach nur weil die Figuren mehr Hype sind. Und ich weiß im Endeffekt nicht, auf jeden Fall weiß ich aber, dass ich in letzter Zeit sehr viel angeboxt habe. Sprich, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber ich habe so viel Stuff, den ich euch zeigen will. Dementsprechend fangen wir an. So, das eine könnt ihr natürlich schon sehen, das ist einmal ein neuer Vegeto, den wir uns genauer gleich ansehen. Und das andere ist noch etwas eingepackt. Und, oh, ich habe gerade die Kamera aus Versehen umgehauen, es tut mir leid. Das andere ist noch eingepackt, wie gesagt, das werden wir jetzt aufschnippeln. Und dazu gibt es eine lustige Sache. Und zwar, das Ding hier habe ich nicht etwa im Briefkasten gefunden oder bei einem Nachbarn abgeholt. Es lag auf meinem Balkon. Der Briefträger kam auf die glorreiche Idee, mir diese Figur hier auf meinen Balkon zu werfen. Ich meine, ja, ich wohne im Erdgeschoss. Jedoch ist das kein fucking Grund für den Briefträger, mir zwei Pakete auf meinen Balkon zu werfen. Egal, wie weich das andere ist, weil da vielleicht irgendwas drin ist. Man wirft das nicht zusammen auf den Balkon. Wer ist denn so dumm? Gott verdammt. Es hätte was kaputt gehen können. Dementsprechend hoffe ich auch, dass wir jetzt beim... Oh. Okay, gut. Hoffe ich auch, dass jetzt nichts kaputt ist, wirklich. Weil, wie gesagt, es ist möglich, aber es sieht alles mehr oder weniger gut aus. So, ich würde sagen, anfangen tun wir mit dem Goku. Ne, geht doch, machen wir mal ein Stück zurück. So. Ein Ultra-Instinct von Goku. Also, die Lichtverhältnisse sind nicht ganz so die besten. Ich mache mal hier noch ein Licht an, das tut mir sehr leid. Ihr kennt ja mein Zimmer. So, wir haben hier einen Ultra-Instinct von Goku. Pose an sich dürfte euch bekannt sein, das ist eine Figur, die gibt es schon etwas länger. Aber wie immer habe ich mir ein Wish-Produkt bestellt. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt auf Wish zwei Arten von Figuren. Einmal gibt es diese hier, also es gibt halt immer Bilder dazu. Und einmal gibt es eine, die sieht genau so aus, aber der Gesichtsausdruck ist ziemlich missraten. Und ich hatte die Angst, dass sie mir eine der Missratenen schicken. Ich dachte, dass das Bild einfach nur Clickbait ist, dass sie so gut angeblich aussieht und dass sie mir dann doch eine dieser Missbildungen schicken. Wenn ich es finde, werde ich euch hier natürlich gerne mal ein Bild davon einblenden, weil das sah echt schlimm aus. Aber die hier, ich finde sie nicht schlecht. Ich meine, die Augenbrauen sind vielleicht... Nein, das geht, Moment, das geht sogar auch noch. Die Augenbrauen sind ein bisschen hell geraten, weswegen man sie nicht ganz so gut sieht, aber an sich, wie dieser Goku verarbeitet ist. Hier. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, das sieht man im Video nicht ganz, sind die Schuhe. Der sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Das ist eine 12-Euro Wish-Figur. Das ist ein 12-Euro Ultra-Instinct von Goku, der sich nicht nur ziemlich hochwertig anfühlt, jetzt vom Gewicht her an sich, die sind eigentlich leichter, sondern auch noch ziemlich gut aussieht. Ich habe irgendwie Husten, es tut mir sehr leid, ich hatte schon versucht, das Ganze halt zu umgehen. Dann haben wir jetzt noch das hier, wo ich nicht genau weiß, wie ich das... Okay, hat hier was in seinen Schuhen, ich stopfe das mal hier rein. Ach, natürlich hält es nicht. Moment, 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 ich krieg das gleich hin. So, es ist fertig und ich muss sagen, ich bin wirklich ziemlich erstaunt, weil jetzt mal ohne Scheiß, noch Sarkasmus oder so, die Figur passt in den Halter. Die sieht ziemlich, ziemlich gut aus, ist recht hochwertig verarbeitet. Ich habe hier gerade wirklich ein Top-Wish-Produkt bekommen, von dem ich ziemlich erstaunt bin, wie ihr hört, weil die Qualität bin ich nicht gewohnt, nicht bei dieser Art von Produkten. Dementsprechend ist es umso schöner, dass hier eine gute Ultra-Instinct-Figur angekommen ist. Und es wäre echt schade gewesen, hätte der Postbote mir das versaut. Also danke nochmal und fick dich. Gut, als zweites haben wir einen Vegeto hier. Hopp. Ja, ich krieg's nicht ganz auf, Moment. Ich versuche das immer so weit wie möglich weg vom Mikrofon zu halten. Zu dem wir sogar eine richtige Verpackung bekommen haben. Sprich, ich habe seinen Karton bekommen. Der war nicht in diesem Karton dünne. Der Karton war einfach zusammengefaltet und zerknickt mit in der richtigen Packung halt, in dem es geliefert wurde. Ich verstehe nicht, warum. Ich kann ihn mal kurz mal holen. So, wie gesagt, das ist der Vegeto-Karton. Also er ist einfach ziemlich, ziemlich zerknickt gewesen. Ich verstehe nicht ganz, warum. Er ist eigentlich ziemlich cool. Hätten sie auch so liefern können. Im Endeffekt, das Paket wurde eigentlich größer, weil sie es doppelt und dreifach eingequetscht hatten. So. Was mir gerade auffällt, das sind beide wahrscheinlich aus derselben neuen Dragon Ball-Figurenreihe. Weil auch dieser Vegeto ist tatsächlich ziemlich gut verarbeitet. Das Einzige, was mir auch leider aufgefallen ist, ist bei beiden der Fall, irgendwas haben sie mit ihrem Gesicht immer. Damit meine ich jetzt nicht diesen schrägen Blick, den Vegeto hat, der ist zwar auch ein bisschen gruselig, keine Frage, aber eher diese Punkte, die er unter seinen Augen hat, die hat Goku nämlich auch, aber man sieht Figuren immer von so weit weg mindestens und dementsprechend ist das für mich absolut nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise belasten sollte. So, wollen wir mal gucken, wie Vegeto in seinem Aufsteller so aussieht, wie schick er ist.
Das ist wirklich sehr schön, sich mal wieder neue Figuren bestellt zu haben. Leider wird mein Platz oben knapp, wie ihr vielleicht euch denken könnt. Dementsprechend muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie, naja, mal umräume. Und ich muss jetzt auch tatsächlich beim Vegeto sagen, die Aufsteller passen überraschend sehr, sehr genau und sehr gut für Wish-Figuren. Und er sieht halt auch wirklich gut aus. Ich meine, wie cool ist es bitte, dass ich hier gerade zwei Produkte bestellt habe auf Wish, die beide qualitativ auch noch über den normalen Standard liegen, beide auf ihren Aufsteller passen und einfach beide ziemlich gut aussehen. Guckt sie euch an. Und die sind auch beide nicht wirklich kleine Figuren. Und dementsprechend, ja Leute, nochmal um über das Thema zu reden, ich weiß, Originalfiguren wird man sich bestellen, weil das sind Fakes und alle. Ich weiß, dass das Fakes sind. Ich weiß auch, dass viele von euch eher für Originalfiguren sind, aber ganz ehrlich, ich weiß auch, dass viele von euch was gegen Wish haben, oder allgemein, dass Wish in einem schlechten Licht steht. Aber Wish verkauft Dragon Ball Figuren für 12 Euro, die im Endeffekt so eine Qualität haben. Aber für mich so als Dragon Ball Fan, der sich als er klein war, keine Figuren holen konnte, halt weil ich war klein, ich hatte noch nicht Kohle irgendwie und jetzt, auch als ich älter wurde, halt langsam Geld hatte, aber sich trotzdem keine Dragon Ball Figuren holen konnte, weil die Dinger halt ein Schweinegeld kosten, ist das hier wirklich eine ziemlich schöne Sache. Weil wenn ich dann Figuren finde auf Seiten wie Wish, die gut aussehen, halt nicht original sind, aber Charaktere aus meinem Lieblingsanime, aus meiner Lieblingsserie, als von kindheittechnischen her so, Charaktere, die danach aussehen, Figuren wie diese, wenn ich die finde zu einem guten Preis, ist es mir egal, ob sie original sind oder nicht. Ich habe hier schöne Figuren, die mich daran erinnern, wie toll Dragon Ball ist und die mich allgemein so an Kindheitsfeeling halt erinnern. Und warum zum Fick soll ich dann dafür mehrere hundert Euro ausgeben, damit ich dann zwei hier zu stehen habe, die original sind? Wenn ich mir auch für 50 Euro vier zum Beispiel holen kann, irgendwie die dann halt nicht original sind, aber dann halt eine ziemlich schöne Sammlung bilden. Und dementsprechend ist es mir ziemlich egal, ob Wish-Produkte jetzt nun scheiße sind, weil sie qualitätstechnisch leiden, weil sie gefaked sind, weil allgemein Wish irgendwie kacke ist. Das ist mir komplett egal. Wish liefert mir Figuren zu einem wirklich tollen Preis und ich liebe es deswegen. Gut, zum Abschluss würde ich sagen, werden wir wieder einmal über die Figurensammlung filmen, gerade im Hintergrund. Das ist ja schon Standard geworden. Wie ihr sehen könnt, ist es dort ziemlich voll inzwischen, ja. Aber so voller es wird, desto schöner sieht es auch tatsächlich aus. Ich muss mal gucken, ob ich hier mal umräume demnächst, damit halt jeder seinen eigenen Platz hat, weil jetzt ist das leicht gequetscht. Ich hoffe, ich kriege da irgendwie was hin und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die beiden Figuren fandet, allgemein auch vom Qualitätsstandard her, weil das war ja schon mehr, als wir sonst gewohnt sind, muss ich sagen. Das ist euch auch aufgefallen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Genauso auch ein Abo, falls ihr neu seid auf diesem Kanal. Beziehungsweise die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao!